Freiberufler verdienen schlechter als Hartz IV, beziehungsweise trotz Arbeit und trotz voller Auftaktbücher sind sie schlechter dran als das, was sie vom Staat als Grundsicherung bekommen. Wie passt das zusammen? Was sollte das jetzt, denkst du dir bestimmt. Ja, ich weiß nicht, wie es in deiner Branche aussieht, aber in vielen Branchen ist es üblich, für freie Mitarbeiter, Freelancer, Freiberufliche, Solo-Selbstständige einen Stundenlohn zwischen 20 und 50 Euro zu bezahlen, beziehungsweise einen Tagessatz von 150 bis 500 Euro. Ja, aber was das in Wirklichkeit für dich und für dein Leben bedeutet, das habe ich in den drei Videos Solo-Selbstständig ist gleich Hartz IV ausführlich erklärt. Zum ersten Teil der Videos kommst du übrigens hier oben. Und ja, nach den drei Videos habe ich auf der einen Seite viel Zuspruch bekommen, weil sie gesagt haben, ja, super, toll, dass mal jemand darüber spricht. Aber stellenweise ist auch viel Empörung und Kritik gekommen, weil vielen immer noch die wichtigen Grundinformationen fehlen, um das alles sofort zu verstehen und umsetzen zu können. In dem folgenden Ausschnitt habe ich zu den häufigsten Fragen und zu den Kritikpunkten nach diesen Videos nochmal Stellung genommen und nochmal ausführlich erklärt, warum ich an der These, dass Freiberufler schlechter als Hartz IV verdienen, festhalte. Ja? Und vor allem auch, warum die Kritik nur teilweise berechtigt ist und warum es am Ende sogar gefährlich für alle ist, wenn viele so denken. Aber abwehrende Reaktionen zu dem Thema, das ist völlig normal, das ist auch nichts Schlechtes. Und genau aus dem Grund mache ich ja diesen YouTube-Kanal, damit auch du den Zugang bekommst zu diesen ganzen wichtigen Informationen und damit alles dazu beiträgt, die Bezahlung und damit die finanzielle Situation für alle und für dich auch in deiner Branche zu verbessern. Denn je mehr deiner Kollegen das auch verstehen und umsetzen, so leichter wird es auch für dich. Aber jetzt genug geredet, los geht's! Alle in diesem Vortrag genannten Zahlen sind Beispielzahlen. Sie dienen ausschließlich dazu, Zusammenhänge zu verdeutlichen und unternehmerische Gedankengänge stark vereinfacht darzustellen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus unserer Vortragsreihe. Lasst uns auch mal über Geld reden. Heute zum Thema Solo-Selbstständigkeit ist gleich Altersarmut? Ja, Fragezeichen. Vielleicht hat der ein oder andere schon meinen letzten Vortrag gesehen zu dem Thema. Der hieß damals Kreativschaffende gleich Hartz IV. Weniger als Hartz IV. 1254 Euro. Und ich habe mir dann mal diese Zahl genommen und habe mir gedacht, wie schaut das denn aus in der Medienbranche? Ja, es gibt viele, die sind, ja, wir haben ja hier einige Beispiele, mehr als sechsstelligen Umsatz. Mal Handzeichen, hat den vielleicht schon jemand gesehen? Ja, auf der Webseite oder auf Facebook? Wunderbar, das freut mich. Also, in diesem Sinne, das ist eine sehr provokante These, ja. Und heute geht es konkret darum, die schlimmsten drei Rechenfehler, die Solo-Selbstständige in der Regel machen. Darüber werden wir heute sprechen. Danach werden wir über die Altersvorsorge für Selbstständige in konkreten Zahlen sprechen. Das heißt also, was bedeutet das eigentlich, Rente? Ja, es freut mich auch, dass so viele junge Leute heute hier sind, die gerade auf dem Weg sind in ihr Berufsleben, weil da ist ja die Rente noch so wahnsinnig weit weg. Und da denkt man sich auch immer, da kümmere ich mich später drum, das hat noch Zeit, erstmal einen Fuß in die Tür kriegen, erstmal ein bisschen Referenzen sammeln, mal schauen, wie es so läuft und dann kommt das schon alles irgendwo. Und ich sehe auch, es sind noch ein paar ältere Kollegen hier, die werden mir wahrscheinlich bestätigen, dass ja, irgendwann ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo man sich dann denkt, naja, jetzt wäre es aber dann schon langsam Zeit, dass da sich mal was ändert. Und irgendwie sind viele dabei, die merken halt auch ab einem gewissen Zeitpunkt, dass es zu spät ist, noch groß was zu ändern. Und deswegen sprechen wir heute, wie gesagt, über Altersvorsorge in konkreten Zahlen, weil es bringt nichts, wenn ihr eine Pensionskasse oder eine Rentenversicherung anspart, wenn ihr das Geld nicht dafür habt. Ganz wichtige Sache. Denn das Wichtige an der Geschichte ist, wir beschäftigen uns mit Zahlen, denn Selbstständige, die sich mit Zahlen beschäftigen, verdienen mehr. Ja, also zumindest mehr als die Kollegen, die es nicht tun. So viel ist klar. Wie gesagt, wir sprechen heute über die schlimmsten drei Rechenfehler, die besonders kreative Selbstständige machen, wobei die aber auch andere Solo-Selbstständige machen in den mütterlichen Berufen, in den Heilbereichen. Also wenn man zum Beispiel sich vorstellt, Erzieher, Hebammen,
Pflegekraft, Fachkräfte. Wir haben aber das Problem auch inzwischen bei den Honorarlehrkräften. Das heißt also auch bei selbstständigen Honorarlehrkräften, die zum Beispiel Integrationsarbeit leisten, die an Privatschulen Unterricht geben, die auf Honorarbasis arbeiten. Also auch die sind in der Regel selbstständig, ja, und haben deswegen auch eine Preiskalkulation zu machen, kaum zu glauben. Aber auch Lehrer müssen Preise kalkulieren, ja. Das ist, wie gesagt, heute unser erstes Thema. Das zweite Thema wird sein, was hat denn ein Honorar für eine Auswirkung auf meine Lebensarbeitszeit? Also sprich, was ist, wenn ich zu niedrig kalkuliere? Was bedeutet das? Wir haben mal ganz konkret in Zahlen gefragt. Aber bevor wir das machen, möchte ich gerne auf meinen letzten Vortrag nochmal hinweisen, weil den habe ich ins Netz gestellt und habe dazu auch ein paar Rückmeldungen bekommen. Und die würde ich jetzt gleich gerne mal ein bisschen aufklären, warum ich damals diese provokanten Thesen gemacht habe. Die erste These war, Kreativschaffende ist gleich Hartz IV. Dann war der zweite Teil, war Mindestarbeitstage pro Jahr, wenn man zum Beispiel einen mal pauschalen 300-Euro-Tagessatz nimmt. Was bedeutet das? Und am Ende gab es eben noch die Erklärung, was das für Konsequenzen hat. Und da sind mir immer wieder zwei Thesen begegnet, dass mir Leute gesagt haben, ja, ist alles super, was du da erzählt hast, aber das mit dem Hartz-IV-Vergleich, das kannst du nicht machen. Nee, das geht nicht. Ja, das ist doch an den Haaren herbeigezogen. Weißt du, ich meine, auf der einen Seite, hey, wir sind Profis, wir arbeiten, wir sind selbstständig. Also das mit Hartz-IV zu vergleichen, geht so nicht. Ja? Also werden wir gleich dazu was sehen, warum ich trotzdem noch hinter der These stehe. Also es gab ja einen Teil, könnt ihr euch angucken auf der Seite www.freelancer-tagessatz-rechner.de. Werdet ihr das anschauen können, kostenlos zu gucken, kein Problem, also es lohnt sich. Und die zweite These, die immer wieder kommt, ist, naja, also es ist alles schön und gut, aber du kannst doch nicht die Lebenshaltungskosten eines Singles mit den Lebenshaltungskosten einer vierköpfigen Familie gleichsetzen. Das ist ja völlig was anderes. Also das ist ja klar, dass ein Single gar nicht diese Kosten hat, die eine Familie verursacht. Und das ist ja klar, dass das nicht zusammenpasst. Und ja, was ja natürlich logisch ist, dass ein Single ja dann auch vielleicht gar nicht so viel Geld verdienen muss. Gut, würden wir das hochrechnen von dem Hartz-IV-Satz? Wenn wir mal sagen, gehen wir davon aus, wir wollen zum Hartz-IV, eine vierköpfige Familie, unsere Beispiele sind ja hier, wollen mindestens das Hartz-IV-Niveau erreichen und nicht trotz Arbeit schlechter dran sein als ein Hartz-IV-Zustand. Ist ja auch normal. Wenn ich arbeite, möchte ich auch mehr verdienen. Dann würde das bedeuten, mal 2,5 oder mal 3 würde man mindestens in diesem Range liegen müssen, damit man dieses Niveau halten kann als vierköpfige Familie, theoretisch das Lebensniveau. Also das waren die zwei Thesen, die mir immer wieder entgegengebracht worden sind. Und auch da möchte ich, wie gesagt, als nächstes erstmal kurz einen kleinen Recap machen, weil das auch die Basis bildet für den restlichen Vortrag, der noch nachher kommt, nämlich bezogen auf die Lebensarbeitszeit. Also schauen wir uns das mal an. Ich hatte damals diese Folie an die Wand geschmissen, und zwar durchschnittliche Konsumausgaben pro Monat. Und dafür habe ich damals die statistischen Werte vom Statistischen Bundesamt der Langen Rhein, EVS, genommen vom Stand 2013. Das ist jetzt ein bisschen her, da sind schon ein paar Jahre ins Land gegangen. Und damals wurde genannt, dass ein Single-Haushalt in der Regel 1550 Euro im Monat ausgibt, um zu konsumieren. Das heißt Wohnung, Essen, Trinken, Auto, alles Mögliche, was er so ausgibt. Freizeit, ja, und dass eine vierköpfige Familie in dem Fall hier 3.426 Euro verbraucht. Das ist der bundesdeutsche Durchschnitt von 2013. Wer auch den Vortrag schon am Anfang gesehen hat von mir, den letzten, der hat gesehen, dass es auch in den letzten Jahren in vielen Bereichen, in vielen Großstädten inzwischen auch die Eigentumspreise und die Mietpreise stark gestiegen sind in den letzten 12 Jahren. Also man kann davon ausgehen, dass diese Werte inzwischen etwas korrigiert worden sind, also nach oben korrigiert. Ist hier jemand im Raum, der zwei Kinder hat, Familienvater oder Mutter ist und diese Zahl bestätigen oder nicht bestätigen kann? Deutlich mehr. Wie viel denn? Sag mal eine Zahl. 4.000. Warm
Also ein Tausender mehr, als hier steht, oder? Okay. Und da hatte ich damals einen Mindestumsatz ausgerechnet, wie gesagt, wie die Zahlen hier zustande kommen, 2,5 und 3, das könnt ihr im Vortrag angucken. Da wird erklärt, wie das zustande kommt. Also grob müsste nach dieser Rechnung ein Selbstständiger zwischen 3.800 und 4.600 Euro im Monat umsetzen. Das heißt, Umsatz ist nicht gleich Gewinn, Umsatz ist nicht gleich Einnahmen, sondern einfach das, was er auf der Rechnung stehen hat, exklusive Mehrwertsteuer. Ganz wichtig für Selbstständige, es gibt ja Mehrwertsteuer. Die käme noch obendrauf. Und das Wichtige ist ja, die kann man nicht rechnen, weil die gehört euch ja gar nicht. Die müsst ihr wieder abgeben. So, wenn man diese Kosten jetzt hier umrechnet, kämen wir auf monatliche Mindestumsätze von einer vierköpfigen Familie von zwischen 8.500 und 10.200 Euro Umsatz. Ja, das heißt Umsatz. Da kann man jetzt sich wieder streiten betriebswirtschaftlich. Naja, aber bei dem Umsatz, da muss auch noch die Betriebsausgaben weg und die kommen ja dann zuerst weg und dann kommt erst die Steuer und dann kommt die Sozialversicherung. Ja, das ist alles korrekt. Deswegen ist es auch einfach nur eine pauschale Range, ein Bereich, in dem wir hier uns mal bewegen. Ja, es ist immer die Frage, was von meinen Betriebsausgaben kann ich hier vorher überhaupt abziehen, um am Ende Geld zu haben, das abzüglich der Steuer und abzüglich der Sozialversicherungen mir dieses Geld zum Leben ermöglicht, damit ich nämlich diese Konsumausgaben decken kann. Das war also die These damals. Und jetzt nehmen wir diesen Range. Das ist der Umsatz, den man erreichen müsste, damit man das Hartz-IV-Niveau als Familie hält. Das ist der Moment, wo wahrscheinlich der ein oder andere rechnet, oder? Jetzt mal überlegt, was habe ich im letzten Jahr verdient? Was habe ich im Jahr davor verdient? Was war mein Umsatz? Ändern wir das einfach mal. Ja, weil die Frage war ja immer, du kannst doch nicht diesen Single-Haushalt mit diesen vierköpfige Familie, ist ja klar, das sind ja zwei Doppelverdiener in der Regel, das ja, arbeiten ja beide und es ist klar, dass die mehr Kosten haben und so weiter und so fort. Jetzt haben die Leute natürlich immer versucht zu sagen, die These in dem Vortrag wäre an den Haaren herbeigezogen, kann man ja nicht vergleichen. Natürlich, ich bin der Meinung, man kann sie vergleichen. Und zwar, wenn man sie folgendermaßen sieht. Stellen wir uns mal vor, beide Selbstständige sind eine Firma, also ein Unternehmen. Ja, weil wenn jemand selbstständig ist, dann ist er sein eigener Chef. Und wenn er sein eigener Chef ist, ja, klar, dann ist er auch seine eigene Firma. Und gehen wir mal davon aus, dieser Single ist Teppichhändler A. Ja, lass es mal so hingestellt, es kann auch ein anderes Gewerk sein, Teppichhändler. Ist halt einfach schöner zu sprechen für mich, deswegen habe ich das jetzt so gewählt. Nehmen wir mal, dieser Teppichhändler A ist eine Einmannfirma, hat einen Hund, okay, und hat Kosten im Wert von 1.550 Euro, damit er leben kann. Die andere Firma hat vier Angestellte. Ja, das ist ein Geschäftsführer hier, eine Sekretärin und zwei Mitarbeiter. Die kosten natürlich Geld. Ja, das sind Personalkosten, könnte man das auch nennen. Und diese Personalkosten sind natürlich höher als bei ihm hier, weil der braucht nicht so viel, der Hund, ja, Hundesteuer, aber der ist ein bisschen günstiger. Das heißt, er hat niedrigere Einkaufskosten in seine Personalkosten. Was ist denn da so die erste Schlussfolgerung? Wenn jemand weniger Kosten hat als ein anderer, dann hat er mehr übrig, ja, mehr Gewinn in der Regel. Billiger eingekauft als der andere. Kostenvorteil nennt man das. Also, gehen wir mal davon aus, beide Firmen nehmen im Monat 10.000 Euro ein. Ja, einfach mal 10.000 Euro Einnahmen. Ohne Umsatzsteuer und dem ganzen Kram. Sondern einfach nur, die verkaufen so und so viele Teppiche. Egal, der Teppich kostet 100 Euro. Verkaufen sie halt eben 100 Teppiche im Monat, wie auch immer. Ziehen wir von diesen Einnahmen mal das ab, was normalerweise so weggeht, nämlich 30% Steuern. Das ist jetzt sehr pauschal, weil wir wissen ja nicht, wie am Ende des Jahres ausschaut. Also machen wir das mal grob so, Pi mal Daumen, ja, Durchschnittssatz und die Sozialversicherung von 40%. Die sind übrigens dieses Jahr 2017 auch schon auf
fast 40% beziehungsweise sogar schon über 40% gestiegen. Das werden die meisten wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen haben, weil man zahlt auf der Lohnsteuerkarte ja immer nur Arbeitnehmer, Arbeiten, das sind ja nur 20% grob. Und dann kommt immer das Argument, naja, wenn du jetzt auf Rechnung arbeitest, dann gebe ich dir noch die 20% drauf. Ja, da lacht jetzt schon jeder, weil einige kennen das von euch schon, dieses Argument. Ja, wenn ihr auf Rechnung arbeitet, dann will ich ja nicht mehr zahlen, als wenn ich dich auf Lohnsteuerkarte anstelle und da ich dich bei Lohnsteuer aber noch mit Arbeitgeberanteilen bezahlen muss, also ich muss ja noch mehr obendrauf legen, gebe ich dir diesen Betrag umgerechnet plus 20%, plus 30% mit Urlaub einfach mal obendrauf, dann kannst du eine Rechnung stellen. Okay, also Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile, weil wir sind eine Firma und wir müssen uns ja selber anstellen. Dann ziehen wir die Ausgaben ab, die wir als Personalkosten haben. Das ist das, was wir uns auszahlen wollen. Und dann sehen wir hier, der hat natürlich höhere Kosten, ja, weil er mehr Mitarbeiter bezahlen muss. Dann bleibt am Ende folgender Wert übrig, entweder ein Gewinn oder ein Verlust. Man kann jetzt natürlich wieder betriebswirtschaftlich herkommen und sagen, naja, aber die Ausgaben, die sind ja vor der Steuer, weil es ja Betriebsausgaben und dann wird das steuermindernd und dann ist das alles anders. Ja, ist alles richtig. Alles okay. Aber wir rechnen ja am Ende auf einen Menschen herunter, auf eine Familie und nicht auf eine Firma. Am Ende muss der Solo-Selbstständige zwar denken wie ein Unternehmer, aber am Ende braucht er irgendwie Gehalt oder Geld. Er muss davon sein Leben bezahlen. Also, hier kann man es unter genauer betriebswirtschaftlicher Betrachtung natürlich noch aufdröseln, aber es geht mir hier nicht um die einzelne Zahl an sich. Mir geht es ums Prinzip. Und ich hoffe, das kriege ich heute rüber, dass dieses Argument, naja, du kannst ja einen Single nicht mit einer vierköpfigen Familie vergleichen, dass das Argument bei Selbstständigen nicht zählt. Ja, das möchte ich heute rüberbringen. Und zwar, hier haben wir einen Gewinn, einen Verlust, je nachdem. Hier haben wir 1.400 € übrig. Der Teppichhändler B macht schon Verlust, ja, weil seine Personalkosten sind jetzt in dieser Rechnung zu hoch. Na klar, die Personalkosten, Steuern, Sozialversicherung, das wird sich ja alles ändern, aber es ist nur eine Pauschale. So, was passiert jetzt? Ja, der Teppichhändler A hat mehr Gewinn und kann sich davon was kaufen. Ja, er kauft sich hier in dem Fall einen roten Ferrari oder einen Porsche. Es kann auch, egal was er lieber fährt. Es kann aber auch eine Yacht sein oder er kann damit auch irgendwie, ich weiß nicht, was er damit macht. Er hat das Geld übrig, er kann es auch auf den Kopf hauen. Er könnte es spenden, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall über. Der Teppichhändler B macht Verlust. Ja, konkret heißt das, wenn das so weitergeht und sich nicht ändert, wäre unternehmerisch gesehen irgendwann natürlich diese Firma in einem Engpass und würde ihre Rücklagen aufzehren und würde irgendwann bankrott. Ich glaube, da geht ihr alle mit. Das ist ziemlich logisch. Ja, wenn ich eine Bar aufmache und ich habe weniger Einnahmen, als ich Ausgaben habe, dann mache ich die halt in 2-3 Jahren wieder zu. Das ist ganz normal. Schauen wir uns das Ganze noch von der anderen Situation an. Was passiert jetzt im Markt? Beispiel. Wir könnten jetzt auch sagen, weil der weniger Kosten hat, kann er im Preis runtergehen. Weil wenn er einen Preis billiger ist als der andere, kriegt er mehr Aufträge. Ganz beliebtes Beispiel, das nennt man Preiskampf. Ja, der Teppich ist immer noch der gleiche, Qualität des Teppichs ist der gleiche, der Aufwand ist der gleiche, aber der Preis ist günstiger, weil er einen Kostenvorteil hat. Er braucht nur einen Hund bezahlen und sich. Er muss also nicht seine 4 Mitarbeiter bezahlen. Ja, dadurch ist natürlich der Gewinn auch nicht mehr so groß. Und wenn wir uns das jetzt auch auf der anderen Seite anschauen, was passiert jetzt mit dem Teppichhändler B? Der muss natürlich mit dem Preis nachziehen, weil der verkauft gar keinen Teppich mehr zu dem Preis. Macht also weniger Umsatz. Die Kosten seiner 4 Mitarbeiter sind immer noch gleich hoch. Ja? Die Steuern haben sich jetzt hier ein bisschen reduziert und auch die Sozialabgaben werden natürlich von dem billigeren, weniger Umsatz anders gerechnet. Aber unterm Strich hat er noch einen höheren Verlust. Weil wenn er vorher schon defizitär gearbeitet hat und den Preis runtergehen muss, damit er mithalten kann, dann macht er noch mehr Verlust. Soweit klar? Oder irgendwelche Einwände bis jetzt? Ein Einwand, bitte? Ein Verständnis. Ja. Die 40%
Kranken-, Rentenversicherung, Pflegeversicherung und Arbeitslosenversicherung, wenn man jetzt von Lohnsteuerkartenbeschäftigung ausgeht. Dann kommt noch der Kinderlosenzuschlag und der Zusatzbeitrag für die Krankenkassen dazu, wenn man gesetzlich versichert ist, je nachdem, was für ein Modell man hat. Also das sind grob, ich glaube momentan mit Kinderlosenzuschlag und allem möglichen Zusatzbeitrag sind wir momentan bei 40,2 irgendwas. Ich müsste noch mal genau nachschauen, aber ich habe das auch in dem Online-Seminar noch mal konkret hinterlegt. Also die Zahlen sind da. Ja. Zweite Frage bitte. Ja. Das wäre sein Ziel. Das ist eine gute Frage. Das würde ich gerne alle Solo-Selbstständigen fragen, die hier in Deutschland rumlaufen. Warum sollten sie günstiger sein? Wie schaut die Realität aus? Ja, bitte? Weil sie sonst halt vielleicht gar nichts kriegen, weil andere billiger sind. Richtig. Lieber der Spatz auf der Hand als die Taube auf dem Dach. Ganz beliebter Spruch. Die Wahl, die die Kollegen haben, ist, gar keinen Job zu haben. Was heißt gar keinen Job? Gar keinen Job heißt gar keine Einnahmen, ganz viele Ausgaben. Also es ist ein nicht wirtschaftliches Geschäftsmodell. Da glaube ich, das dürfte soweit klar sein, oder? Ist die Frage damit beantwortet oder gibt es da noch ein weiteres? Ja, also ich habe mir nur gefragt, weil Polen hatte, also so wie das Modell ja vorher war, hatte er 10.000 Euro Einnahmen. Ja, er hatte 10.000 Euro. Richtig, er hatte 10.000 Euro Einnahmen. Das ist ja Naja, wir können das jetzt mal übersetzen. Also die Frage ist, warum sollte er im Preis überhaupt runtergehen, wenn er doch vorher schon 10.000 Euro Umsatz hat? Ja? Die Frage ist, vielleicht hatte er vorher gar keine 10.000 Euro Umsatz, sondern geht einfach auf den Markt und denkt sich, naja, ich habe halt so und so eine Kalkulation und wenn ich das alles so durchrechne, dann reichen mir 6.000 Euro, damit ich hier nicht in die Miesen komme. Das würde zum Beispiel übersetzt jemand sein, der noch nicht so hohe Kosten hat. Welcher Solo-Selbstständige hat niedrige Kosten? Das sind zum Beispiel junge Berufsanfänger, die noch von zu Hause unterstützt werden, die in einer WG wohnen, die noch keine Familie haben, die noch keine Immobilie abzahlen müssen, die noch keine zwei Autos brauchen, damit alle in die Arbeit kommen, die und so weiter. Ja, die vielleicht auch sagen, naja, Rente ist mir nicht so wichtig, man könnte hier noch verzichte ich einfach drauf. Dann kann man da schon auch mit weniger Geld eine Kalkulation aufmachen, die für ihn hier funktioniert, die hier im positiven Bereich endet. Aber das ist natürlich für den anderen Konkurrenten der Tod. Weil der kann da gar nicht mitgehen. Der kann ja, der muss. Die Konsequenz wäre also, ja, er verzichtet auf seinen Gewinn, der Ferrari, der Porsche ist weg, die Yacht vielleicht auch, zack, und er muss seine Mitarbeiter entlassen, die Kinder zum Arbeiten schicken. Naja, ich meine, seid doch mal ehrlich, über Jahrzehnte Minus machen, sich verschulden? Bitte, hier eine Frage. Ja, ich meine, das Beispiel mit dem Teppichhändler, das funktioniert für mich nur teilweise, weil der Teppichhändler, der kann ja eventuell, wenn er Glück hat, vielleicht auch seine Kosten senken, weil er günstiger einkaufen kann. Aber der Solo-Selbstständige, der hat ja keine Wahl. Ne? Der steht ja mit dem Rücken zur Wand, dem bleiben ja die Kosten. Wie jetzt nochmal die Frage ist, für alle nochmal, wenn ich die wiederholen kann, die Frage ist jetzt konkret, dass der Teppichhändler zwar günstiger einkaufen kann, ja, aber der Solo-Selbstständige kann es nicht. Richtig. Ach so, jetzt verstehe ich die Frage. Also die Frage ist, ja, ein Single-Haushalt hat niedrigere Kosten als eine Familie, da sind wir uns einig. Ja? Mhm. Und wenn wir den Solo-Selbstständigen jetzt, also den Single als Solo-Selbstständigen sehen, dann hat er nicht die Möglichkeit, seine Leistung günstiger einzukaufen. Ja. So rum. Mhm. Na gut, er kann den Teppich günstiger einkaufen, aber stell dir mal vor, sie kaufen alle beide die gleichen Teppiche ein für den gleichen Preis. Sie haben genau die gleichen Kosten. Wo hat der den Kostenvorteil? Indem er weniger Personal bezahlen muss. Also er muss weniger zu Hause bezahlen, für sich auf die Seite schaffen. Das heißt, die Stellschraube ist nicht der Einkauf, nicht der Teppich, sondern die Stellschraube ist schlankere Organisation. Solo, selbstständig, naja, solo, aber halt nicht mehr allein. Versteht ihr das? Ich glaube, ist das soweit beantwortet? Ja. Okay, lass uns mal weiter gucken. Was wäre denn eine Alternative zu der ganzen Situation? Also, wir könnten einfach mal sagen, okay, der Preiskampf geht eben nicht nach unten, indem ich sage, ich gebe den Kostenvorteil durch weniger Personal
durch weniger Lebenshaltungskosten, weil wir reden ja immer über Lebenshaltungskosten. Das sind ja Lebenshaltungskosten, die ich zum Leben, zum Wohnen, zum Essen, zum Trinken brauche. So. Und wenn wir jetzt nicht im Preiskampf nach unten gehen, sondern ganz normal kalkulieren und sagen, okay, was muss ich nehmen, damit das rentabel ist? Ja, und der rechnet auch irgendwas aus. Beide haben den Preis, sie verdienen 12.000 Euro im Monat. Ja, dann kommen andere hier Summen zustande, aber am Ende hat der, der die günstigere Organisationsstruktur hat, der hat natürlich immer noch einen Kostenvorteil. Weil wir hier die Personen einfach mal rausnehmen. Ja, es geht nicht um die Anzahl der Menschen, das hier ist weniger. Dann bleibt dem noch mehr Gewinn übrig. Und wichtig ist jetzt diese Zahl. In der Kalkulation funktioniert das. Jetzt kann man da zwei Sachen machen. Man könnte jetzt entweder mehr Teppiche verkaufen. Ja, also man könnte hergehen und könnte die Zahl des Umsatzes erhöhen. Man könnte günstiger einkaufen und wie auch immer vielleicht einen höheren Preis machen. Also man könnte auch einfach nur die gleichen Teppiche teurer verkaufen. Da sind wir jetzt wieder beim Solo-Selbstständigen. Was kann der teurer verkaufen? Ja, seine Zeit. Was verkauft ein Solo-Selbstständiger? Seine Arbeit. Wenn der die jetzt teurer verkauft, dann kann der sie auch teurer verkaufen. Dann würde eigentlich für beide die Rechnung aufgehen. Auch wenn jetzt der hier mehr Mitarbeiter hat. Das Prekäre an der Situation ist, und deswegen freut mich das auch wieder, dass so viele junge Leute da sind, weil die irgendwann mal auch hier drüben sitzen. Na, weil irgendwann hat vielleicht auch der eine oder andere eine Familie, wird gewollt oder ungewollt schwanger. Da ist eine Frage, ja bitte. Ja, okay, ich wiederhole die Frage nochmal. Also die Frage ist konkret, ein junger Mensch, der jetzt, sag ich mal, hier anfängt mit niedrigen Kosten, kann sich noch nicht mit einem professionellen, erfahrenen Menschen vergleichen und fühlt sich nicht so wertig. Ist das die Frage? Naja, nicht unbedingt so wertig, aber es kommt ja dann als Argument vor. Okay. Ja, das ist ein Argument. Es wird gerne als Argument verwendet, dass man sagt, naja, aber du hast ja noch keine Referenzen, ich kann dir ja gar nicht so viel zahlen wie einem Profi. Aber mal anders gefragt, ich habe letztens eine Geschichte gehört im Internet von einem 28-jährigen jungen Mann. Ja? Der hat inzwischen 18,1 Millionen Dollar verdient. Da könnte man jetzt auch hergehen und sagen, naja, aber der darf doch gar nicht so viel Geld verdienen, der ist doch erst 28. Der hat doch gar nicht die Erfahrung wie so ein Manager. Der Manager, der muss ja mindestens 40 Jahre alt sein, dann darf der die Millionen haben. Aber der 28-Jährige, der hat ja gar keine Referenz. Und das ist ein entscheidendes Argument, da werden wir uns übrigens nachher im zweiten Vortrag nochmal ausführlich drüber unterhalten, wo es dann ums Thema Verhandlungen, Verhandlungsstrategien und so weiter geht. Weil nämlich natürlich es dazu dient, ein Verständnis beim anderen hervorzurufen. Du hast noch nicht so viel Erfahrung. Ja, stimmt, ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Also darf ich dir nicht so viel zahlen. Stimmt, also darf er mir nicht so viel zahlen. Okay, merkt ihr, was da passiert? Wenn der Junge mit 24 Jahren eine geile Geschäftsidee hat und damit Millionen macht, dann ist das doch legitim, oder nicht? Ja, bitte, Frage. Ja? Wir reden ja davon, dass einer Kameramann ist und der nächste auch Kameramann ist und nicht davon, dass einer irgendwie zündende Idee hat. Und dann ist es doch klar, wenn ich mir einen Tisch bestelle und gehe zu einem ganz jungen Schreiner, der noch nie irgendwas gemacht hat, ja, und dann sagt er mir, er will den gleichen Preis wie ein Schreiner, der schon ewig lang Meister ist, dann sage ich dir, zeige ich dir auch einen Probe und sage, ja, sorry, ich will dir gerne von dir einen Tisch kaufen, aber ich muss erst mal sehen, was du kannst. Ja. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich weiß, das ist natürlich richtig. Ich wiederhole das nochmal kurz für alle. Also die Frage ist die, wenn ich jetzt jemanden einkaufe, der jünger ist, unerfahrener ist, dann sehen viele es nicht ein, da die gleichen Preise zu zahlen wie bei einem älteren Menschen, oder? Ist das unterm Strich das Ding? Weil das Problem ist ja, ich will einen Schreiner, ich will einen Fotografen, ich will einen Kameramann, ich will eine Pflegefachkraft, ich will einen Lehrer, ich will einen Koch, was auch immer, ja? Das ist die Frage. Also alle sind in diesem Bereich in der Leistung vergleichbar, weil sie in der Leistung am Ende nicht mehr vergleichbar sind, weil sie alle die gleichen Jobs machen. Muss man eine andere Vergleichbarkeit finden und dann ist der Preis ein Argument. Der ist halt billiger. Aber es gibt auch viele erfahrene Leute, die deutlich billiger sind als junge Leute. Das dürfte ja auch nicht sein.
So, und jetzt kommt die entscheidende Frage, warum für dich der Vergleich noch hinkt. Wir reden hier in einer Selbstständigkeit, nicht mehr von einem Arbeitsverhältnis, wo jemand eingekauft wird, um eine Leistung zu erbringen, sondern hier reden wir von einem Unternehmen. Und ein Unternehmen muss betriebswirtschaftliche Grundlagen erfüllen. Es muss mehr Einnahmen haben als Ausgaben. Das ist gesetzlich auch vorgegeben übrigens, sonst wird es als Liebhaberei abgetan. Da schließt dann das Finanzamt eure Selbstständigkeit und sagt, wovon leben Sie denn? Das rentiert sich doch nicht. Also man muss gewinnorientiert arbeiten. Und jetzt die Frage zu beantworten, unternehmerisch gedacht, wenn ich mich in eine Selbstständigkeit begebe, dann sage ich unterm Strich, ich kann das irgendwie managen. Ja, ich brauche irgendwelche Sozialsysteme nicht. Ich kann das selber. Ich kann das alles durchrechnen. Ich weiß, was da auf mich zukommt. Und aus dem Grund, ja, muss ich halt wirtschaften. Wir reden ja von einer Selbstständigkeit und nicht von einem Angestelltenverhältnis. In dem Moment kommen wir wieder an den Punkt, wo ich vorhin mit dem Teppichhändler bin. Wenn sich ein Geschäftsmodell, was ja eine Selbstständigkeit ist, das vergessen viele, eine Selbstständigkeit, Freelancertum, Solo-Selbstständigkeit, Freiberufler, das sind Geschäftsmodelle. Und wenn ein Geschäftsmodell sich nicht rentiert, was passiert dann? Dann macht man irgendwann zu. Das ist ja vernünftig. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr kennt bestimmt alle diese tollen Sendungen im Fernsehen. Restauranttester, ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Dann kommen die in diese Restaurants rein und dann sagen die mal so, ja, läuft es bei euch gut? Und sagen, nein, bei mir läuft es nicht so gut. Ja, also ist ja klar, also dein Eingang sieht ja völlig uninteressant aus. Und übrigens die Karte, also das Menü, das geht ja gar nicht. Und überhaupt, da kannst du doch nicht keine Plastikblumen hinstellen. Da musst du echte Blumen hinstellen. Da kennt ihr die Sendung, oder? Ja, die kennt bestimmt jeder von euch. So, und dann kommt immer ein Punkt. Wenn Sie dann alles umgestaltet haben, neue Wandfarbe und die Menükarte geändert haben, dann fragt der eine immer so, ja, wie schaut es denn eigentlich in den Büchern aus? Wie schaut es denn in der Kasse aus? Dann gehen die alle zusammen ins Büro, ja, und gucken in die Kassen. Und dann heißt es, ja, wie 70.000 Euro Schulden. Wie willst du denn das machen? Das geht ja gar nicht. Du hast viel zu viel verbraucht. Du schmeißt viel zu viel Lebensmittel weg. Die kosten ja Geld und überhaupt. Und so, ja, ich weiß, läuft alles nicht so gut. Ja, und es kommen viel zu wenig Gäste und der Umsatz reicht nicht. Ja, ist schon richtig, hast schon recht. Was soll ich denn machen? So. Und dann kommt immer ein Satz, der heißt, zu einem gesunden Betrieb, was ja eine Selbstständigkeit ist, wir reden hier von einem Betrieb, zu einem gesunden Betrieb gehört eine gesunde Kalkulation. Und eine gesunde Kalkulation ist hier unten positiv. So, jetzt sind wir bei einer Kalkulation. Und das Lustige an der Geschichte, deswegen erzähle ich die jetzt, da sitzt ja immer ein Redakteur oder eine Redakteurin daneben, da sitzt ein Kameramann und eine Kamerafrau daneben, die das filmt, ja, damit wir es im Fernsehen sehen können. Da sitzt irgendein Editor zu Hause oder im Schneideraum und schneidet das Zeug und sucht permanent diese Materialien zusammen und sieht, dass, ah ja, das funktioniert gar nicht. Und alle sehen, dass das größte Problem dieses Selbstständigen, dieses Pizzaunternehmens, dieses Restaurants, daran liegt, dass sie mehr Ausgaben haben, als sie Einnahmen machen. Und keiner von denen, die da alle solo-selbstständig sind, die dabei sitzen, die das schneiden, die das filmen, die lernen da gar nicht daraus, dass sie eigentlich in der gleichen Position sind. Sie sind nämlich solo-selbstständig. Und da sagt der Staat, ja, Pech, brauchst nicht kommen, wenn du irgendwie auf die Nase fällst. Du hast gesagt, ich pfeife auf das Ganze, ich bin solo-selbstständig. Ich pfeife auf die Sozialversicherung. Ich pfeife auf die Rente, weil ich eh keine kriege. Ich pfeife auf die Arbeitslosenversicherung. Ich pfeife auf die Pflegeversicherung. Ja? Ich bin solo-selbstständig. Ich mache das alleine. Das ist was ich jetzt zweimal wiederholen muss, weil das ist vielen nicht klar. In dem Moment, wo ich nicht mehr gesetzlich krankenversichert bin, wo ich nicht in die Rente einzahle, nicht von der Künstlersozialkasse subventioniert werde, ja, in dem Moment sage ich, nein, kein Lohnsteuerverhältnis. Ich kann das alleine. Und in dem Moment muss ich natürlich auch alleine durch die Sache durch. Also ihr seid auf gleicher Höhe wie ein Restaurantbesitzer. Ja? Wenn da nicht genug Leute kommen, nicht genug Einnahmen da sind, dann macht der zu. Das ist jedem von uns klar. Da würde keiner sagen, nö. Ja? Wovon soll er es denn bezahlen, wenn er kein Geld mehr hat? Schulden, Schulden, Schulden. Es macht ja keinen Sinn. Hör lieber heute auf, anstatt morgen. Ja? Und ich möchte einfach, dass wir ein bisschen drüber reden, über Solo-Selbstständigkeit in Form eines Geschäftsmodells, weil de facto für den Staat ist es ein Geschäftsmodell. Das ist nichts, was man subventionieren muss, weil ihr sagt, ich kann es besser als die Solidargemeinschaft. Ich kann das besser.
Okay, gut, muss jeder selber wissen. Wir schauen uns die Zahlen nachher nochmal genauer an. Also, weiter geht's. Wenn diese Zahl stimmt, also der Umsatz hoch genug ist und beide positiv rauskommen, dann kann er sich seine Familie leisten und er kann sich, was weiß ich was, ein Porsche kaufen, eine Yacht oder er kann auch einfach eine Spende machen oder er kann damit machen, was er will. Ein Unternehmer, der mehr Gewinn macht als ein anderer, ist es verwerflich? Nein, der hat es halt irgendwie drauf. Und was passiert bei Solo-Selbstständigen? Naja, den Kostenvorteil geben sie weiter an den Kunden. Sie verlangen weniger Geld, dass es für sie aufgeht. Dem seine Existenz ist nicht mehr möglich. Er fliegt aus dem Markt raus. Er hat den Preiskampf gewonnen. Er hat die Jobs, verdient aber auch gerade nur noch so viel, dass es gerade reicht. Dann 10 Jahre später sitzt er hier drüben, hat Kinder und auf einmal sagt der Kunde, nee, du kannst jetzt nicht deinen Preis verdoppeln. Das geht ja gar nicht. Wieso? Das hat doch immer so günstig geklappt. Und das ist der Haken, der vielen am Anfang noch nicht ganz klar ist. Wenn ich mit niedrigeren Kosten hier einsteige, dann brauche ich da hinten ganz andere Kunden. Weil ich werde irgendwann mal, und das können mir die Älteren wahrscheinlich unter euch bestätigen, die Kosten werden steigen. Keiner mit 50 wird noch so günstig leben wie mit 25. Also ich weiß es nicht, vielleicht gibt es da Leute. Ja, aber entscheidet selbst. Ich möchte das nicht werten. Ja, es geht heute darum, aufzuklären. Es geht heute darum, mal Sachen anzusprechen, die man so nicht anspricht. Jeder kann seine eigenen Zahlen da einsetzen. Ich möchte da wirklich nicht werten. Ich möchte nur, dass ihr diese Zusammenhänge mal denkt. Weil solange man die nicht denkt, versteht man sie auch nicht. Das ist eine aktuellere Zahl, 2015. Ja, Statistisches Bundesamt, Kredite in Deutschland. Das ist jetzt wieder nicht mehr getrennt zwischen Familie und Selbstständigen oder Solo mit Hund. Durchschnittlich waren 2015 2.390 Euro private Konsumausgaben sind aufgelaufen. Ja, Wohnen, Energie, Nahrungsmittel, Verkehr, Freizeitunterhaltung, Dienstleistungen für Restaurants, übrigens für die Restaurants, ja, hier Innenausstattung, Bekleidung, Schuhe, Gesundheit. Wir können mal durchgucken. Also Punkt 8, 100 Euro im Monat für Gesundheit. Kann funktionieren. Bisschen Medikamente, Wellnessprodukte, da hat man schnell mal 100 Euro zusammen. Bekleidung, Schuhe, 105 Euro. Ja, vielleicht bei der weiblichen Fraktion müssen wir hier ein bisschen mehr reintun, weil zwei Paar Schuhe, ein Paar Schuhe im Monat ist vielleicht wenig. Aber bei den Jungs kann es klappen. So, dann, was haben wir noch? Hier, drei. Verkehr, 314 Euro im Monat fürs Auto. Benzin plus Versicherung plus Abnutzung, Abschreibung, Reifen, Reparaturen übers Jahr gestreckt. Also pro Monat 300 Euro. Würdet ihr mir da zustimmen? Was kostet ein Auto im Monat? Ja, die Älteren, die eins haben, können ja mal nicken oder auch nicht. So, Nahrungsmittel. 300 Euro im Monat für Lebensmittel. Würdet ihr da mitgehen? Ja, nein? Ja, ich höre sie nicken. 850 Euro für Wohnen, Energie und Wohnungsreparaturen. Also sprich, schafft ihr es, für 859 Euro eure Miete zu bezahlen oder alternativ eine Tilgungsrate für einen Kredit, Wohnimmobilie, inklusive Strom, Heizung, Wasser plus die eine oder andere Reparatur, wenn was kaputt geht. 859 Euro. Wer geht da mit? Wer geht drunter? Einmal, zwei. Ihr geht alle drunter. Wer geht drüber? Eins, ja, da kommen schon die Älteren. Da teilt sich jetzt das Feld. Ältere, Jüngere. Die Jüngeren gehen da drunter. Das ist eine Wahnsinnszahl für einen Berufsanfänger. Verstehe ich total. So viel Geld, ja. Ja, aber die Älteren sitzen da ganz entspannt und sagen, ja, wartet erst mal ab, ja, das wird noch mehr. Ja, spätestens, wenn ihr drei Kinder habt, dann ist es vorbei. Ja, könnt ihr vergessen. Aber wie gesagt, das sind jetzt einfach nur mal Zahlen. Denkt mal drüber nach. Ich möchte es nicht werten, ihr habt eure Zahlen im Kopf. So, gehen wir mal weiter. Es gibt ja andere Berufe auch, die nicht so mit Zahlen sind. Ja, zum Beispiel Ärzte sind ja nicht so bekannt dafür, dass sie super rechnen, sondern eher gut operieren können. Oder sie sollen gut Krankheiten, sie sollen die Gesundheitsvorsorge sichern, ja, sind aber de facto wie ihr freiberuflich selbstständig. Das weiß man nicht, aber es ist so. Dann Architekten, Ingenieure habe ich auch mal rausgesucht. Und da gibt es so zwei so Verordnungen, die nennt sich einmal GOL, Gebührenordnung für Ärzte, und hier Honorarordnung der Architekten und Ingenieure, kurz HOAI. Und dann sagt man sich, ja, die haben ja da so Gebühren, da kann man ja nichts machen. Ja, das sind ja festgesetzte Gebühren.
Ja, es sind beides Freiberufler. Die Frage ist, warum haben die Gebühren und die anderen Freiberufler nicht? Also, ich zeige euch mal hier. Die Ärzte haben hier drin stehen, dass sie diese Preisbestimmung, ja, das ist deswegen an diese Ordnung gebunden, weil die soziale Schutzbedürftigkeit der Versicherten, also die kranken Leute, ja, für die soll sichergestellt werden, dass ihre Versorgung auch noch in Krisenzeiten funktioniert, wenn der Markt schlecht ist oder in guten Zeiten. So, und dadurch werden die Marktmechanismen weitgehend ausgeschaltet. Weil wären wir in einer Finanzkrise, dann würde jemand sagen, ja sorry, ja deine Behandlung hier, Gallensteine, kostet 4.000 Euro. Tut mir leid. Hast du die nicht? Ja gut, dann musst du halt jemand anderen, so musst du halt woanders hingehen. Ja, und so ist es halt sichergestellt, dass unsere medizinische Versorgung weiterhin nicht von Marktmechanismen beeinflusst wird und die Ärzte sich nicht ruinös gegenseitig unterbieten. Wenn jemand nach oben hin mehr zahlen will für Schönheitschirurgie oder so, super, gar keine Frage, kann er machen. Wenn er das Geld hat, ist es sein Privatvergnügen, dann kann er sich einen Porsche kaufen oder sich eine Schönheits-OP leisten. Aber die Grundversorgung muss gewährleistet sein. Also, das könnte man auch gleichsetzen mit Mindestlohn. Das muss funktionieren, damit unsere medizinische Versorgung für euch alle gewährleistet ist hier in diesem Land. Sonst wären natürlich einige dabei, die würden sagen, naja, ich kann auch nicht überleben, es kommen keine Patienten in meine Praxis, die gesetzlichen Krankenversicherungen zahlen immer weniger, irgendwie scheiße, meine Kalkulation geht nicht auf, ich muss irgendwas machen. Ja, muss meine Leute entlassen oder ich muss kleinere Praxis kaufen oder. Die Architekten haben es anders formuliert. Sie sind hergegangen und haben gesagt, der Wettbewerb zwischen uns Architekten, zwischen uns Ingenieuren, hätte ich auch ein bisschen Kunst, Kreativität dabei, Wettbewerb soll nicht auf Preisebene, sondern allein durch die Qualität der Arbeit stattfinden. Ist auch interessant. Das heißt, die sagen, ja, wir sind jetzt, mit Zahlen haben wir es zwar schon, aber betriebswirtschaftlich, nee, wir wollen ja uns nicht über Preise unterhalten, wir wollen einfach eine gute Arbeit leisten, wir wollen gute Arbeit leisten, wir wollen uns mit dem nicht aufhalten. Dann müssten wir einen Geschäftsführer einstellen, der das für uns macht, einen Chef, dann müssten wir uns anstellen lassen. Uns stellt aber nicht jemand an, nur wegen einem Haus, wegen einem Entwurf oder so. Ja. Also müssen wir Freiberufler sein. Und deswegen haben wir uns abgesprochen oder haben das halt irgendwie definiert, dass der Wettbewerb nicht mehr auf dem Preis stattfindet, weil das führt dazu, dass irgendeiner günstiger ist und irgendeiner dann den anderen die Existenz kaputt macht. Also reden wir über Qualität, reden wir über ein gutes Bild, reden wir über einen guten Film, reden wir über eine gute Fotografie, reden wir über gute Leistung im Krankenpflegebereich, reden wir über gute Ausbildung bei Lehrern. Gute Ausbildung, nicht billige. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, nämlich die Anwälte. Die haben ja, die Anwälte, was wollen wir mit denen reden? Die haben ja so viel Geld, Stundensätze, da sind wir ja schon über dem Tagessatz von manchen kreativen Freiberuflern. Ja. Der arbeitet eine Stunde, der arbeitet einen Tag dafür. Wie kann das sein? Das ist die Bundesrechtsanwaltskammer. Offiziell auf der Seite wird ein kurzer Überblick über die Rechtsanwaltsvergütung gegeben und ich zeige euch mal ganz genau, worum es da geht. Denen ist es wichtig, dass die Angemessenheit der anwaltlichen Vergütung, gut, da können wir uns jetzt streiten, was angemessen für einen Anwalt ist, ja, ob der so viel Geld verdient hat oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber der zweite Satz ist wichtig, auch weiterhin diese Angemessenheit bleibt auch weiterhin für alle Kollegen erhalten. Also Solo-Selbstständig bin ich mein eigener Herr, aber eigentlich sind Sie auch Konkurrenten. Aber Sie sind auch Kollegen. Also Sie wissen ganz genau, wenn Sie den Preiskampf anfangen, haben alle verloren. Nicht nur einer, alle. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht in 2 Jahren. Aber in 5 Jahren haben alle verloren. Und weil Sie lieber in Gesetzestexten rumschauen, anstatt irgendwelche Zahlen zu schieben, ja, haben Sie eine Gebührenordnung. Das ist gleichzusetzen in der Kreativbranche mit Tarifverträgen für Freie oder so, Honorarverträge. Das ist alles super, aber es ist halt nichts wert, wenn die Verbände, ja, die ganzen Berufsverbände, irgendwelche Tarife mit Verdi verhandeln. Jetzt ist ja wieder eine Tarifrunde eröffnet worden. Alles super, wenn die Selbstständigen sich nicht daran halten, weil sie nämlich einfach ihre Preise machen, die völlig unwirtschaftlich sind, egal wie, ja. Die Verbände können gar nichts machen. Es bringt ja nichts, was zu verhandeln, wenn sich ein Anwalt nicht dran hält. Ja, kommen jetzt 2 Anwälte daher und machen es für die Hälfte. Was passiert? Die Jobs wandern zu denen, die anderen haben keine Jobs, die müssen mit dem Preis runtergehen. Und nach 10 Jahren
ist Anwaltsjob auch nicht mehr so das, was sie alle haben wollten. Ja, dann wozu so lange studieren, so lange Staatsexamen, wenn ich danach eigentlich auch wieder nichts verdiene. Das ist die Realität. Alles schön und gut, ja. Es gibt aber auch eine positive Nachricht. Ja, es ist nicht alles nur so schlimm. Man hat das alles ausgerechnet und dann passiert das. Habe ich auch im Internet jetzt letztens gefunden. Ich glaube, ich übersetze das mal, weil das wird am Anfang nicht so ganz klar, was diese Anzeige bedeutet. Also, eine virtuelle Assistentin in Südamerika ohne festen Wohnsitz in Deutschland kann mir als Kunden eine Nettorechnung ausstellen. Warum kann die Mehrwertsteuer nicht in Rechnung stellen? Warum tut sie es nicht? Das bedeutet, dass ihr Preis, der hier als Nettopreis zu verstehen ist, es fällt keine Mehrwertsteuer an. Die Bezahlung erfolgt monatlich in Euro bequem auf mein deutsches Konto. Das ist nicht toll. Ja? Das Ganze ist basierend auf der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft nach § 13 Umsatzsteuergesetz. Steuergesetz nennt sich auch Reverse Charge. Der ein oder andere Freiberufler, der vielleicht mal in Österreich einen Job gehabt hat oder außerhalb von Deutschland, weiß, was das bedeutet jetzt. Ich sehe schon ein paar Leute nicken. Da es weltweit länderspezifische Unterschiede diesbezüglich gibt, erkundige dich bitte vorher zwingend bei deinem zuständigen Finanzamt nach der genauen Regelung für die entsprechende Kundenbeziehung. Ja, das heißt, ihr könnt, wenn der Leistungsempfänger im Ausland ist, dürft ihr die Mehrwertsteuer nicht in Rechnung stellen, wenn ihr diesen Zusatz unten in die Rechnung schreibt. Das heißt, und jetzt kommt der gedankliche Sprung, den müsst ihr mal mitgehen. Da ist jemand, der bietet eine Leistung ohne Mehrwertsteuer an, was ein Deutscher nicht darf, weil er sich dann mehr oder weniger auch strafbar macht, wenn er die Mehrwertsteuer nicht ausweist, obwohl er sie hätte ausweisen müssen. Und dann kommt das Finanzamt und sagt, da müssen wir Umsatzsteuernachzahlung machen. Da gibt es ganz viele Kollegen, die dann plötzlich irgendwie Privatinsolvenz angemeldet haben. Letztens hat mich eine Kollegin angerufen, die hat eine Steuernachzahlung bekommen aus diversen anderen Gründen. Die hat dann 60.000 Euro Schulden gehabt plus die laufende Steuerzahlung. Und dann hat sie Privatinsolvenz angemeldet und gesagt, was soll ich denn machen? Ich bin jetzt über 50, ja, die Aufträge bleiben aus. Nicht wegen mir, sondern weil halt der Markt so ist. Was soll ich tun? Ich nehme jeden Job an, egal auch bei Edeka an der Kasse. Völlig wurscht. Die ist verzweifelt. Ja, weil sie kann gar nicht mit diesem Preis mithalten, weil sie muss ja 19% teurer sein. Also ein Fünftel. Das heißt, dieses Geschäftsmodell unterbietet aus dem Ausland um 20% den deutschen Markt. Na, ist das nicht geil? Das ist ja super. Das heißt, die Frau muss so viele Jobs bekommen, dass sie sich nicht mehr retten kann. Weil so günstig, das kann einer hier in diesem Land gar nicht anbieten. Es geht nicht. Aber sie sagt auch schön, deshalb solltest du mit mir arbeiten. Dir entstehen nur Kosten, wenn ich wirklich was für dich tue. Du sparst nicht nur die Lohnkosten, sondern auch die Lohnnebenkosten und die Fixkosten. Ich arbeite im Homeoffice. Also ich habe weniger Einkaufskosten. Ich kann so günstig leben, weil hier in Südamerika ist es zwar kein Entwicklungsland mehr, wir haben schon schnelles Internet. Ja, wir können total viel machen, downloaden und in manchen Bereichen sind die Lebenshaltungskosten geringer. Das ist unser Beispiel. Der Single-Haushalt hat weniger Kosten. Er hat einen Preisvorteil gegenüber denen, die hier sind. Und das Schönste an der ganzen Geschichte ist noch, wenn ich heute Abend sie buche um 18 Uhr, ja, durch die Zeitversetzung arbeitet die nach mir und morgen, wenn ich aufstehe, ist meine Arbeit, die ich delegiert habe, erledigt. Weil sie arbeitet ja, wenn ich schlafe. Geil, oder? Wahnsinn. Unschlagbar. Unschlagbar dieses Angebot. Kann keiner mitgehen. Und das ist schön, weil der regionale Wettbewerb ist dadurch auch aufgehebelt. Wir konkurrieren nicht mehr mit dem Nachbarn hier in Stuttgart oder in München. Wir konkurrieren mit der ganzen Welt. Da ist eine Frage, bitte. Das nicht. Nein, ich gebe dir ein Beispiel. Egal, ob jemand aus dem Ausland oder aus dem regionalen Umfeld günstigere Preise anbietet, jemand, der niedrigere Kosten hat als ein anderer, muss darauf achten, dass er seinen Kostenvorteil, den er gegenüber seinen Mitbewerbern und Kollegen hat, in erster Linie langfristig zur eigenen Gewinnmaximierung nutzt und nicht dazu, andere zu unterbieten, um kurzfristig mehr Aufträge zu bekommen. Denn sobald er oder sie diesen Kostenvorteil an seine oder ihre Kunden weitergibt, wird eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt, mit denen er oder sie nicht nur allen anderen, sondern letzten Endes auch sich selbst schadet.
Verzichte nicht auf dein Geld, nur um im Gegenzug kurzfristig einen interessanten und vielversprechenden Auftrag zu bekommen. Besonders junge Berufsanfänger oder Singles mit niedrigem Lebensstandard neigen dazu, wie die Kollegin aus dem Ausland, ruinöse Abwärtsspiralen und Lohndumping in Gang zu setzen und weiter zu beschleunigen. Also die Frage ist, ich kann das nicht auf das Berufsbild übertragen, war die Frage auf dein Berufsbild jetzt, weil das personell vielleicht anders gelagert ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir sind hier in der Nähe der Schweiz. Ja, und wenn du jetzt in der Schweiz gebucht wirst, fährst du für einen Tag darüber und musst keine Mehrwertsteuer ausweisen. Das heißt, du kannst den Schweizer Preis um 19% unterbieten, weil der zahlt ja Nettopreis, Bruttopreis, wie auch immer. Du schreibst 19% weniger auf seine Rechnung. Da kann ein Schweizer gar nicht mitgehen, weil der muss ja seine Umsatzsteuer draufpacken. Sonst macht er sich ja strafbar. Also, verstehst du, der Punkt ist, das ist deswegen so prekär, weil das natürlich global jetzt funktioniert, über die ganzen Kontinente durchs Internet. Für Webdesigner, wir reden jetzt auch mal über andere Solo-Selbstständige, Webdesigner, Illustratoren und so weiter, Grafiker, Programmierer, die haben natürlich einen unglaublichen Preisdruck. Da ist auch eine Frage, bitte. Also ich aus der Werbung gesprochen, das stimmt nicht. Wir kriegen inzwischen international eine große Konkurrenz. Inzwischen werden Projekte woanders geschnitten, irgendwo auf der Welt. Über cloudbasierte Schnittsysteme. Ja, auch so ein Thema. Wir können wesentlich günstiger aus Osteuropa die Dienstleistungen anbieten. Auch so Dinge wie Storyboard und sowas. Da gehe ich nach Polen, da gehe ich nach Tschechien und die Leute arbeiten einfach für ein Viertel und die Qualität ist dieselbe. Also das kommt in unserer Branche immer mehr und mehr an. Das ist ein reales Problem. Also der Einwurf war, ja, es passiert so, es werden Arbeitsplätze durch diese internetbasierten, cloudbasierten Lösungen ins Ausland verlagert, beziehungsweise auf den ganzen Globus. Und natürlich ist es klar, man kann jetzt in drei Zeitzonen arbeiten. Ich mache drei Filialen auf der Erdkugel, eine in Amerika, eine in Europa, eine in Asien. Und heute Abend, wenn ich hier fertig bin, übergebe ich dieses Material über einen FTP-Server auf die amerikanische Seite. Die arbeitet weiter 8 Stunden, übergibt es weiter an die asiatischen nach 8 Stunden und morgen nach 24 Stunden ist es wieder bei mir. Und alle drei haben gearbeitet. Ich habe die Welt bestmöglichst ausgenutzt, wird gemacht. Gerade im ganzen Scribbling, Zeichnungen, Animationen, Renderings. Ja, das wird schon seit Jahren gemacht. Das ist eigentlich schon nichts Neues mehr. Aber es gibt auch noch eine kleine Geschichte hinter dieser Geschichte. Damit, warum ist es überhaupt zustande gekommen? Also ich zeige euch mal, sie hat auch schön geschrieben, wie ihr Abenteuer begann. Kurz, sie hat, also ich werde es jetzt nur abkürzen, sie ist nach Südamerika ausgewandert, hat sich dort verliebt, hat dort in einem Hotel, in einem Restaurant, Hotelkomplex, den kompletten Schriftverkehr gemacht, Büroreservierungen, alles was sozusagen für die Buchhaltung zu tun war, für die Personen, die kamen, die Gästinnen bewirtet und. Also sie hat das alles gemanagt, touristisch. Dann hat sie noch das Marketing gemacht, die Homepage, die Flyer. Sie war noch ihr eigener Chef und hat den Praktikanten aus Deutschland und. Sie war also eigeninitiativ, sehr selbstständig und diszipliniert. Die Arbeit unter Zeitdruck und Stress waren für mich das oberste Gebot. Aber dann, kurz vor der Geburt meines zweiten Sohnes, musste ich für meine Familie und für meine eigene Gesundheit die Reißleine ziehen, weil die Arbeit als Verwalterin in einem touristischen Betrieb war in diesem Umfang nicht mehr möglich. Ich wollte etwas machen, das sich mit den Bedürfnissen meiner Kinder besser vereinbaren lässt. Und naja, dann ist mir auf dem ganzen Gedanken, diffusen Gedanken, da ist mir irgendwann die Möglichkeit eingefallen, ich könnte ja, weil ich Deutsch spreche, einfach eine Assistenz für Kunden in Deutschland und weltweit machen und dabei frei, flexibel eine meine Arbeitszeit einteilen und das erschien mir als eine unglaubliche Alternative. Ja, es ist eine unglaubliche Alternative, es ist konkurrenzlos. Ja, man könnte es mal so sehen, Südamerika gegen Deutschland, niedrigere Lebenskosten gegen höhere Lebenskosten, hier war noch ein Porsche damals, beide sind weg, weil wir wissen ja, wenn die Kostenvorteile weitergegeben werden, verliert der den Gewinn, der muss seinen Laden schließen und am Ende kann man sagen, Schachmatt oder K.O. durch Quersubventionierung. Steuervorteil und sie ist ja verheiratet, sie hat ja Kinder, das heißt, sie hat ja auch noch einen Mitverdiener, der natürlich arbeiten gehen muss, auch in Südamerika. Dieses Geschäftsmodell geht nur deswegen so gut, weil jemand da ist, der für einen Teil der Miete und der ganzen Kosten mitarbeitet. Aus einer völlig anderen Branche, ich weiß nicht, was der macht, ist auch egal. Überlegt mal, gerade die schon länger selbstständig sind hier im Raum, überlegt mal, auf wessen Kosten ihr überhaupt selbstständig sein könnt.
beziehungsweise auf wessen Kosten ihr euch eure Selbstständigkeit leisten könnt. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Der Lebenspartner teilt sich mit mir die Miete. Meine Eltern finanzieren mir noch mein Studium oder die WG, das WG-Zimmer, bis ich 25 bin. Deswegen kann ich natürlich günstiger auf den Markt gehen. Ja klar, logisch, ich brauche das Geld ja nicht. Ich habe eine Quersubventionierung durch eine andere Branche, durch woher auch immer. Ich habe geerbt oder keine Ahnung. Ich wohne mietfrei, weil ich habe das Haus von meinen Eltern gekriegt. Und 800 Euro Miete kann ich mir sparen. Da kann ich ja günstiger arbeiten. Also ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Wir reden immer über Unternehmen, wir reden über Wirtschaftlichkeit. Ich hoffe, damit wäre jetzt so ein bisschen, wenn keine Fragen mehr dazu sind, das wäre der Recap auf meinen Vortrag, den ich auf meiner Seite Freelancer-Tagessatzrechner habe. Dann könnt ihr euch nochmal vorher anschauen. Dann wisst ihr vielleicht, warum dieses Feedback kam. Ich hoffe, damit sind die Fragen soweit geklärt. Gehen wir weiter zum zweiten Teil, beziehungsweise zu unserem eigentlichen ersten Teil. Die drei schlimmsten Rechenfehler, die Selbstständige bei ihrer Preiskalkulation machen. Ihr solltet heute auch was mitnehmen. Ja, gerade die Jungen unter euch sollten gleich richtig denken, sollten gleich die richtige Kalkulation machen und schauen, ob das funktioniert, bevor man einfach mal anfängt und dann halt so arbeitet. Und irgendwann fragt man, du, was nimmst denn du so? Was kriegst denn du so für die Arbeit? Ja, ich nehme irgendwie, keine Ahnung, Betrag X. Und dann sagt er, ja, woher weißt du das? Ja, das nehme ich, weil der andere Kollege mir das gesagt hat. Und der andere nimmt das auch. Und ach so, ja, dann wird es schon stimmen. Also das ist ja so der Prozess, der da passiert. Also die drei schlimmsten Fehler, die am Ende nicht nur einen selbst, sondern alle anderen auch wahnsinnig viel Geld kosten. Stellt euch vor, an die Anwälte, wenn einem im Preis runtergeht, verlieren alle.